Ja, ich habe mir noch ein bisschen was aufgeschrieben, weil zu jeder richtigen Ausstellungseröffnung gehört natürlich auch die Danksagung. Und damit ich niemanden vergesse, habe ich meinen Zettel. Ich sage das jetzt nicht nur, weil es üblich ist bei Ausstellungseröffnungen, dass man sich bedankt, sondern es ist mir wirklich auch ein Bedürfnis, den Leuten zu danken, die das alles ermöglicht haben, dass das überhaupt hier in diesem schönen Raum jetzt die Ausstellung zu sehen sein kann. Also dazu gehören in erster Linie natürlich die Leute, die den Raum wirklich gebaut und ausgebaut haben. Also der Christoph und seine Leute, ich weiß nicht, ist jemand von denen da? Diego, ganz, also den Arbeitern, die hier mitgemacht haben. Danke an Norbert, ist der Norbert Ritzmann? Irgendwo. An Norbert und an Mike, die also viel organisiert haben. Danke an Heinrich natürlich, der mit seiner Firma weit mehr ist als nur der finanzielle Hintergrund. Und danke an, überhaupt an alle, die hier am Ort bei allen Unsicherheiten, die es natürlich auch gibt, weiter das Leben prägen. An Silvia und halt Kreiser, die Landwirte, Heiko, Thomas und Martin, die sich also für die Transporte eingesetzt haben und hilfreich zur Seite standen. Ralf Marschulek, der mit seinem Laden hier immer ein sehr guter Anlaufpunkt war, das wird also schwer sein zu ersetzen, aber muss auch irgendwie werden, der ja eben jetzt in Görlitz ist. Danke auch an Stefanie, die in den letzten Tagen an den Modell mit Hand angelegt hat, an Andrea für den neuen Flyer und die ganze Mitarbeit. Irgendwo dort hinten, jawohl. An Antonia, genau, meine Mitspielerin, und bestimmt habe ich irgendjemand vergessen. Nicht, aber natürlich meine Frau. Rieke, vielen Dank. Du musstest mich in der letzten Zeit wieder mehr entbehren. Nicht nur wegen des Umbaus, sondern auch wegen der neuen Modelle, die ich gemacht habe. Ja, und die stehen jetzt also alle hier. Wie gesagt, die letzten sind ganz hinten von der Chronologie her. Vielleicht werde ich später, wenn es gewünscht wird, zu denen dann auch noch was sagen. Und auch das riesige Klangei hat das Auseinandernehmen und wieder Zusammenbauen gut überstanden. Und ja, nun steht es hier und will neu eröffnet werden. Was wünscht man also solch einer Ausstellung? Besucher natürlich, die sich begeistern lassen von diesem Stimmengewirr aus der Philosophiegeschichte, dass also jeder auch das versteht, was er wirklich gebrauchen kann, was für ihn wichtig wird. Apropos Stimmengewirr, vorige Woche war ja Pfingsten und wir beide waren diesmal in Görlitz in der großen Kirche St. Peter und Paul, das ist die mit der großen Sonnenorgel, und in der Pfingstpredigt war natürlich vom Sprachenwunder die Rede. Also wie die Versammelten dort die geisterfüllten Jünger predigen hörten. Kurzer Bibeltext, Original Luther. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen untereinander: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn ein jeglicher seiner Sprache reden, darin wir geboren sind, Parther und Meder und Elamiter, und wir wohnen in Mesopotamien und in Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und an den Enden von Libyen bis Kyrene und Ausländer von Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes reden. Und soweit dieser Text. Ja, das ist schon eine wundersame Sache mit den Sprachen und mit dem Geist der Verständigung. Eine der Sprachen, die den meisten gut verständlich sind, ist ja die Musik. Nochmal vielen Dank. Du spielst jetzt mal nachher auch was, gell? Ja, vielleicht. Werden die Besucher die Ausstellung anschauen. Und dann vielleicht werden wir auch noch. Ja. Also vielen Dank nochmal, Hartmut. Die Modelle freilich sprechen mehr die Sprache des Bildes und der Figur und des Symbols. Natürlich auch der spielerischen Aktion. Da fehlt es ja auch was zu machen. Und natürlich auch die Sprache des philosophischen Textes. Und da stelle ich mir manchmal vor, wie die ganzen Modelle, die sie hier stehen, alle vor sich hin brabbeln und wie sie dann vielleicht miteinander in Streit geraten. Schopenhauer mit Hegel, dem alten Feind. Nietzsche mit Sokrates. Platon vielleicht mit Descartes. Epikur und Kant.
Und dann mischen sich auch die Besucher mit ein und gehen von Modell zu Modell, von einem zum anderen. Und dann hört man neben Griechisch und Latein und Französisch und Hochdeutsch, auch Berlinerisch und Sächsisch und Englisch und Polnisch oder Sorbisch. Und dann haben die natürlich auch noch alle andere und unterschiedliche Fragen und Themen und Bedürfnisse, die Besucher. Und natürlich wünsche ich den Besuchern möglichst, dass sie auch das verstehen und mitbekommen, was sie wirklich brauchen. Den Wissenschaftsgläubigen, den wünsche ich ein gerüttelt Maß an Verunsicherung. Ob es da vielleicht doch mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Den allzu frommen und sicheren wünsche ich eine gehörige Portion Zweifel und Kritik, auf dass sie nicht zu eng werden. Den allzu schnell begeisterten Esoterikern wünsche ich einen ordentlichen Schuss Logik und Ratio. Den ganz Nüchternen, dass sie sich vielleicht von der Schönheit berühren lassen, den Deprimierten, den Traurigen, dass ihnen ein wenig das Herz aufgeht. Den Kindern wünsche ich, dass sie lernen, dass Philosophie richtig Spaß machen kann. Den total Verpeilten wünsche ich ein Stück wirklicher, ernsthafter Konzentration. Und uns allen jedenfalls eine Horizonterweiterung. Und all den grobmotorisch Veranlagten wünsche ich, dass sie die Ausstellung nicht kaputt spielen. Wenigstens nicht gleich am Anfang. Gut, die Eröffnungsworte selber borge ich mir beim Kasper, der immer im Museum in Bautzen spielt. Der sagt dann immer zum Schluss des Puppenstücks: Wir haben das extra für euch aufgebaut, dass ihr es euch ausgiebig anschaut. Aber passt auf, dass ihr euch nicht an den Modellen stoßt. Die Ausstellung ist eröffnet. Prost!